lieben Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute hat mich gerade ein Tauschpäckchen erreicht und zwar habe ich mit der lieben Peggy vom Kanal Cutie Honey kreativ und gedankenlos getauscht. Ihren Kanal findet ihr unten in der Infobox. Schaut mal bei ihr vorbei, vielleicht gefällt euch ja der Stil von ihr und ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen. Ich habe bis jetzt nur das Päckchen aufgemacht und das allererste, was mich anstrahlt, ist hier die Post. Ich werde sie jetzt einmal kurz öffnen und für mich privat lesen. Die Karte von ihr sieht so aus, richtig süß, vor allem mit diesen kleinen Elefanten hier unten. Und die Post kann ich eigentlich zeigen. Und zwar hat sie geschrieben: Hoho Nadine hier, nun endlich dein Päckchen. Was du nicht brauchst, geh ruhig weiter. Viel Spaß beim Stöbern, liebe Grüße, Peggy. Ja, ich bin schon sehr gespannt, was du mir alles eingepackt hast, weil so ein bisschen spitzelt ja schon heraus. Das Erste, was ich hier in den Händen halte, ist dieses hier. Ich sehe schon, da strahlt schon das Wort Halloween durch. So, wenn das Ganze ausgepackt ist, sehen wir hier eine, ja, Goodie Bag nenne ich es jetzt mal. Hier ist leider die kleine Spinne schon abgefallen. Ich vermute stark, dass sie eigentlich an diese Klammer hingehört. Die ist aber richtig süß. Ich glaube, die ist selbst gemacht. Sieht zumindest so aus. Finde ich richtig eine coole Idee. Ich lege sie einfach mal hier zur Seite. Hier an der anderen Seite finden wir eine Fledermaus. Ist auch richtig cool gemacht. Hier hinten sehe ich schon, das sind Sticker, auch so in Halloween-Stil, finde ich richtig hübsch. Und hier unten so ein kleiner Harry Potter-Verschnitt, oder? Sieht zumindest mal so aus, finde ich richtig cool. Ich danke dir da dafür. Dann machen wir das Ganze einmal auf. Und das Ganze sieht so aus. Richtig schön gemacht und ich sehe, dass das die Doodlebug-Kollektion hier auch ein bisschen mit dabei vertreten ist. Hier mit dem Skelett, wo hier oben die Blume dran ist, finde ich auch eine richtig lustige Idee. Wenn wir das Ganze auspacken, finden wir hier einmal so kleine Tickets mit einem Geist drauf. Finde ich richtig süß. Hier haben wir Card Candies nenne ich es jetzt einfach mal. Die sind auch richtig hübsch. Gefällt mir richtig gut. Hier hinten habe ich noch Rub-Ons. Alles so richtig cool in Halloween-Stil. Und dann habe ich hier, ach, das sind diese kleinen Tütchen, wo durchsichtig sind, aber diese Aufdrucke drauf sind, finde ich richtig hübsch. Die habe ich mir nämlich auch angeschaut, ob ich sie mir bestellen soll, habe es dann aber irgendwie doch sein gelassen. Aber gut, dass ich sie nicht bestellt habe, weil jetzt habe ich sie ja. Dann drehen wir das Ganze einmal um und hier finden wir ein Paperclip, finde ich auch richtig hübsch. Dann haben wir hier ein Skelett. Ich glaube, das leuchtet sogar im Dunkeln, oder? Kann das sein? Hier haben wir kleine Nagelsticker, ebenfalls im Halloween-Stil. Hier haben wir, bestimmt sind das so viele kleine Kärtchen. Sticker? Keine Ahnung. Auf jeden Fall einmal dieses hier. Oktober 31. Sind richtig cool. Gefallen mir richtig gut. Und vor allem, die fassen sich richtig gut an. Die sind so beschichtet. Seht ihr das? Das ist jetzt nicht nur normales Papier, sondern die sind wirklich so glatt beschichtet.
Spooky, spooky Halloween. Ja, finde ich richtig toll. Ich danke dir dafür, vor allem ich liebe Halloween. Ich finde das so schade, dass bei uns Halloween nicht so gefeiert wird wie in Amerika drüben. Und ja, ich mache mir trotzdem mein Halloween hübsch, nachdem ich gearbeitet habe. Dann hier hinten finden wir nochmal Sticker. Die sind auch richtig cool. Dann habe ich hier hinten nochmal diese Tüten und dieses Mal mit dieser Mumie und wo drauf steht Bu. Die finde ich richtig hübsch. Und dann haben wir noch einmal Sticker dabei. Also falls ihr jetzt gerade was rattern im Hintergrund hört, tut mir leid, das ist meine Waschmaschine, weil ich muss das schöne Wetter ausnutzen. Bevor es wieder so ein grauenvolles Wetter ist und dann trocknet meine ganze Wäsche nicht. Aber zu meinem Tausch hier, ich finde es richtig hübsch. Richtig hübsch. Vor allem die ganzen Goodies, die finde ich richtig toll. Ja, meine Liebe, ich danke dir dafür. Ich finde es wirklich mega. Du hast richtig meinen Nerv getroffen. Halloween und vor allem die Aufmachung richtig gut. Wenn wir weiterschauen, finden wir hier einmal von Simply Story. Ich denke, das sind so Karten. Cardstock Diecast Karten, genau. Ich denke, hier hinten sieht man die Motive ganz gut. Muss ich schauen, ob ich damit was anfangen kann. Wenn nicht, wie du es mir ja schon geschrieben hast, wird es einfach in ein weiteres Tauschpäckchen wandern. Dann hat sie mir hier einmal das hier hineingelegt. Und zwar kann man da selber sich diese Holzgirlande machen in diesem Hausstil. Hier hinten hat man die ganzen Einzelteile und die kann man dann einfach zusammenbauen, wie man es gerade braucht. Finde ich auch eine coole Idee. Dann kommt das letzte und auch das allergrößte Päckchen. Es sieht so aus. Wir werden es jetzt mal aufmachen und dann zeige ich es euch im Detail. Wenn das Ganze ausgepackt ist, ist es dieser riesenvolle Briefumschlag. Und ich muss sagen, ich finde den richtig geil. Wirklich auf gut Deutsch, ich finde es richtig geil. Vor allem schaut man hier, die sind Meerjungfrau. Und auch dieses Papier hier. Wahnsinn. Hier unten hat sie noch so ein Gebaumel hingeklebt und hier steht so Sweet. Und hier an der Seite hat sie mir so eine Flosse hingehangen. Finde ich richtig hübsch und ich freue mich jetzt gerade voll, das Ganze hier rauszuziehen. Und das Erste, was mir hier entgegenkommt, ist dieses kleine Päckchen hier. Hier hat sie mir kleine Stanzteile eingepackt in Meerjungfrauenstil oder Umrisse. Und ich sehe gerade, hier sind noch Fische und Seepferdchen drin. Und hier oben hat sie mir so eine kleine Klammer hingemacht, auch mit einer Meerjungfrau drauf. Richtig hübsch. Das zweite hat sie hier mir Pailletten eingepackt. Einmal in diesen Farben. Und hier oben hat sie einen kleinen Löffel als Deko hingemacht. Oder hat das einen praktischen Zweck? Wenn ja, kannst du es mir gerne unten in die Infobox, in die Kommentare schreiben. Mein Gott, ich bin heute echt durcheinander. Aber ich finde die Idee ganz arg witzig, vor allem, weil das ja eher so dieses Meeresthema ist. Und da denke ich jetzt so an Strand und kleine Kinder mit dieser Schaufel. Da passt es ganz gut. Ich danke dir dafür, meine Liebe. Dann hat sie mir hier so Stickers hineingelegt. Die fühlen sich ein bisschen weicher an. Da habe ich hier eine Muschel. Hier habe ich ein Delfin-Einhorn, nenne ich es jetzt mal. Hier zwei Sprechblasen und eine Ananas. Finde ich auch richtig cool. Dann habe ich hier einmal Schaumstoffsticker von ihr bekommen. Die sind auch richtig hübsch. Vor allem glitzern die richtig schön. Dann muss ich schmunzeln, weil, seht ihr das?
Ich zeige euch mal was. Yay! Das macht auch nichts. Ich denke, ich werde ihn dann einfach weiter verschicken. Aber er schreibt wunderbar, muss ich echt sagen. Ich finde dieser feine Stil, was man damit schreiben kann, finde ich richtig gut. Dann das nächste, und zwar ist es. Oh, wie cool. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich hole es mal kurz raus. Ach, hier hinten sieht man es. Und zwar ist es so eine Rolle, wenn man die durch ein Stempelkissen zieht, kann man ganz viele kleine Eulen dann stempeln. Das finde ich ja mega. Wo hast du den her? Der ist ja richtig cool. Ich freue mich. ja, ich danke dir da dafür. Sie hat nämlich gewusst, dass ich Eulen mag. Wir haben uns nämlich im Vorfeld geschrieben. Ich habe sie angeschrieben, ob sie Lust auf ein Tauschpäckchen hat. Und haben ein bisschen ausgetauscht, was wir so mögen und was wir eben nicht mögen. Und deswegen habe ich geschrieben, ich mag Eulen. Das nächste, was sie mir eingepackt hat, ist dieses hier. Hier steht mal Minze Lippenpflege. Das ist eine Lippenpflege im Minzgeschmack. Auch passend zum dem ganzen Päckchen hier, nenne ich es jetzt mal, in einer Muschelform. Dann hat sie mir hier ein Badeschaum oder halt Badekristalle hineingelegt in der Duftrichtung Deine Ruheoase mit Avocadoöl. Verwöhnendes Badesalz mit Jasminblüte und Wasserlilienduft. Ich rieche einmal dran. Jetzt hat. Ja, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Vor allem, ich mag Jasminblütenduft. Warum auch immer, aber ich mag es richtig. Ja, nein, riecht gut. Ich glaube, da nehme ich entweder heute oder morgen mir ein Bad da damit. Finde ich richtig toll. Vor allem, weil ich bei Rossmann nie einkaufen gehe irgendwie. Warum auch immer. Das nächste, was mich anlacht, ist das hier. Und zwar ist dies hier eine Flosse. Vorne ist sie beglittert und hinten sie ganz normal ohne Glitzer. Finde ich auch richtig hübsch. Dann hat sie mir hier weitere Sticker in so Meerjungfrauenstil hineingetan. Und hier hat man dann immer so kleine Fischis oder so eine Qualle mit so ganz coolen Klubschi-Augen. Vor allem der guckt hier voll bescheuert. Finde ich richtig cool. Und die sieht irgendwie aus wie von SpongeBob, die Schnecke. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt mehr, aber sieht irgendwie stark verdächtig nach SpongeBob-Schnecke aus. Finde ich richtig toll. Und das allerletzte hat sie mir hier Radiergummis eingepackt. Mit ganz vielen Fischmotiven. Auch richtig schön. Ja, und leer ist mein Briefumschlag. Ich muss echt sagen, ich bin total begeistert. Vor allem, ich liebe Halloween-Sachen. Die finde ich richtig hübsch. Meerjungfrauen habe ich eigentlich nie so richtig auf dem Schirm. Aber ich finde dieses Papier ultra cool. Ich weiß nicht, wo hast denn du das her? Könntest du mir das sagen? Weil, außer ist, die Antwort ist Action, weil dann fällt es eh unter den Tisch, weil ich habe hier kein Action. Ich finde das Papier richtig toll. Das gefällt mir richtig gut. Ja, meine Lieben, ich verraume jetzt meine Sachen hier. Die Umschläge und meine Goodie-Bag kommen auf mein Regal, wo schon so viele manch andere Sachen Platz gefunden haben von euch. Und in dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!